Und jetzt zu den Machern der wohl angesagtesten Partyreihe Londons. Baller Club ist ein loses Kollektiv aus DJs, Producern und Musikern, das ständig in Bewegung ist. Alle, die mitmachen, verbindet auch eine Freundschaft. Bei Baller Club kannst du alles machen, worauf du Bock hast. Kaum eine Partyreihe hat in den letzten Jahren so viele Horizonte erweitert und Mauern eingerissen wie Baller Club. Das Kollektiv bildet seit Jahren eine Alternative in der stark kommerziellen Clublandschaft Londons und bietet mit Partys, einem Label und eigenen Sendungen auf NTS Radio eine Heimat für Außenseiter sämtlicher Genres. Wäre da nur nicht diese seltsame Social-Media-Nachricht. Basically, Baller Club is dead. It's over. It's finished. Na super. Bevor die allerletzte Party steigt, machen wir uns auf nach Brixton, um herauszufinden, wie tot Baller wirklich ist. Wir treffen das Geschwisterpaar Kamixlo und Katie Wick. Die beiden riefen Baller Club 2016 ins Leben und leben definitiv in ihrer ganz eigenen Welt. Yo. Hallo. Hello. Willkommen in meiner Residenz. Kommt rein. Ich mal manchmal Sachen an die Wände. Aber kommt mit nach oben. Ich zeig euch, wo wir den Wahnsinn aushacken. I don't know. Disaster happens. So, this is hier verbringe ich also 99% meiner Zeit. Das ist sozusagen das Baller Hauptquartier. Und ja, ich bin ein bisschen nerdy. Ich habe alle 7 Dragon Balls. Wenn ich also einen Wunsch brauche, rufe ich den Drachen Shenlong, der holt mich aus der Scheiße. Bis dieser Tag kommt, passt der kleine Son Goku darauf auf. Kami und ich haben schon als Kinder Musik zusammen gemacht. Wir haben uns immer als Außenseiter gefühlt. Gar nicht mal nur wegen unserer Herkunft oder Geschlechtsidentität. Wir haben uns grundsätzlich nicht akzeptiert gefühlt. Wir sind früh von der Schule gegangen und hatten auch sonst keine Freunde. Bis wir 18 oder 19 waren, hatten wir ehrlich nur uns. Aber wir brauchten auch niemanden sonst. Bis heute unzertrennlich. Katie macht sich früh mit Emo-Rap einen Namen in der Szene, während Kamixlo mit seinem Industrial-Reggaeton einen Club-Trend ins Rollen bringt und in Sets von FX Twin landet. Eigentlich hat uns Clubmusik nie interessiert. Wir waren auch nie in Clubs, außer wenn wir gebucht waren. Was ich dann da gesehen habe, war wirklich nicht meins. Umso wichtiger war es irgendwann für uns, Baller-Partys zu veranstalten. Partys, auf denen keine Regeln gelten. Wir wollten einen Raum schaffen für unsere Musik und die von anderen Künstlern, die sonst keine Auftrittsmöglichkeiten haben. Das Club in Baller Club kann täuschen, denn was wir veranstalten, ist keine Clubnacht, sondern eher eine Rundum-Erfahrung. Bei uns hörst du Live-Musik, Musik, die du hassen wirst und Musik, die du lieben wirst. Das ist das Schöne daran. Bei uns gibt es beide Extreme. Na dann an die Arbeit. Die Abschiedsparty findet in einer umgebauten Lagerhalle im Südosten London statt und bietet auch eine Premiere. Die Baller Club Supergroup in Heaven Everything is Fine spielt heute ihren ersten Auftritt. Jetzt muss nur noch die Technik mitspielen. Also, ich höre nichts. Und die Deko muss auch noch trocknen. Mhm.
Am Ende machen wir alles selber. Das scheint unser Ding zu sein. Do it yourself. Hallo? Verdammt, es ist schon 8? Verdammte Scheiße, Alter, ich muss auflegen. Ich bin total im Stress. Entweder wir spielen perfekt oder wir lassen es. Wir machen gleich auf, ein bisschen verspätet. Es geht aber jeden Moment los. Ich lege heute mit Endgame auf, zum ersten Mal seit einem Jahr. Leider wohnt auch er nicht mehr in London. Es ist verdammt schwer in London. Die Stadt ist einfach tot gentrifiziert. Es gibt kaum noch Räume, wo man sich ausprobieren und Neues schaffen kann. Also das, was London mal lebenswert gemacht hat. Dort, wo die Party heute stattfindet, ist einer der letzten Orte dafür. Wir haben wirklich Glück, dass es den noch gibt. Bei den meisten Partys in London geht es nur um ein Genre oder darum, wer hier wen kennt, also um deinen Status. Wir wollen etwas schaffen, das außerhalb dessen existiert. Bala Club war immer in jeder Hinsicht inklusiv, aber nicht als Verkaufsargument. Manche Veranstalter machen damit Werbung, dass sie ja ach so inklusiv sind. Bei uns sind alle willkommen. Und wir stellen sicher, dass es allen gut geht. Unterdrückung ist für viele Leute bitterer Alltag. Damit macht man kein Marketing. Der Abend hat verdammt viel Spaß gemacht. Echt jetzt. Ihr habt bestimmt eine Menge Momente auf Kamera, wo ich total gestresst und panisch bin. Aber jetzt haben die Leute Spaß und das war das Ziel. Ich will einfach, dass die Leute Spaß haben. Wichtig ist nur, dass es wahrhaftig ist. Und warum, bitteschön, soll jetzt Schluss sein? Die Stärke von Bala Club war immer, auf Intuition zu setzen. Es ging nie um festgelegte Konzepte. Also macht es total Sinn, dass sich jetzt etwas verändert. Wie sagt man noch? Die einzige Konstante ist die Veränderung. Ich denke ja, wenn jemand geht, kommt er irgendwann wieder.